Ich würde noch mal ganz kurz gucken. Ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bisschen doof für euch. Aber ich möchte echt wissen, war das hier? Oder war das hier oben irgendwo? Uiuiui, ich weiß es gar nicht mehr. Oder war ich hier? Das ist der Ravenclaw-Turm? Gemeinschaftsraum von Ravenclaw? Nee. Nein. Das habe ich tatsächlich nicht gemeint. Ach, ich fall schon noch irgendwann mal drüber. Keine Sorge. Oh, ich verfolge derzeit nichts. Okay. Das war natürlich jetzt auch nicht Sinn der Sache. Ich würde schon ganz gern hier einen Auftrag weitermachen. Dann gehen wir einmal dahin. So. Gut. Wir gucken uns nochmal um. Vielleicht finden wir noch mal ein paar andere Sachen. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht haben wir noch ein bisschen... Oder vielleicht finden wir noch andere Geheimgänge. Hier ist auch noch eine Tür. Hm. Hier! Contrigo! Ach, ich Idiot. Protego! Lumos! Dieses Muster. Die sind ein paar Säulen, auch wieder so eine komische grüne Tapete hier im Hintergrund. So weit unten wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Aber hier ist auch so ein Raum, ne? Das hier scheint aber tatsächlich nicht richtig zu sein. Da sind wir irgendwie komplett falsch. Hier passt eigentlich überhaupt nichts zusammen. Oder muss ich doch nach oben? Ich gehe mal kurz hier hoch. Na, warte mal, hier ist... Hier unten vielleicht. Ist das hier das Richtige? Nö. Das ist es auch nicht. Oh, hier ist Tea Time. Ja, ich glaube, dass ich hier nicht ganz richtig bin. Aber, naja. Ist jetzt so, aber machen wir mal kurz... Oder sollen wir weitermachen hier? Das hier sieht aus wie so ein Parkett irgendwie hier. Ich gehe nochmal mit dieser Hutspitze. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Parkett hier mit so Boden, mit so Dielen. Nicht irgendwie das hier mit Stein. Hm. Diese komischen Katzen, die hier rumliegen. Achso, du machst nichts. Naja, egal. Das heißt, wir gehen jetzt einfach weiter, machen unsere Aufgabe mal. Oh, 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 oh. Oder auch doch nicht. Pass auf. Hier. Hier. Ja. Hammer's. Juhu. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch hier der Fleck ist, wo ich eigentlich hin müsste. So, spielt die Katze. So, vielen Dank für den Schmetterling. Sammle Handbuchseiten in Hogwarts. Ich sehe leider nicht, wie viel Seiten wir hier gefunden haben, aber naja. Jetzt gehen wir noch mal kurz nach oben, weil ich glaube, dass wir hier tatsächlich jetzt an der Stelle waren, wo ich den Boom-Zauber hier hernehmen wollte. Ja, da ist es auch. So, einmal. Nein, hier hoch, Mann. Yeah. Und wie kann ich die Seiten jetzt holen, hä? Kann ich die vielleicht hier so ein bisschen... Wow. Cool.
Also ich konnte das Teil hier tatsächlich noch gar nicht fangen, holen vorher, auslösen, wie auch immer. Naja, zum Glück haben wir den, Zauber von Sebastian gelernt. Aber gut. Gucken wir weiter, machen die Hauptquest gleich mal weiter. Gehen wir zu Frau Weasley. Wo ist die denn heute? Ist die oben im Türmchen? Ist das nicht... Moment mal ganz kurz. War das nicht der Turm hier, da wo ich dachte, das wäre das... Ja, hier. Tatsächlich ist es auch. Ich dachte, das wäre das Teil fürs Rätsel. Aber ich glaube, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen getäuscht. Naja, okay. Dann gehen wir... Hallo! Gehen wir mal kurz runter zu Frau Weasley, machen die Aufgabe. Professor Weasley? Irgendwo, unsichtbar wo wir oder entführt. Augen sprechen können. Der Raum der Wünsche. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und... bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Okay, wie auch immer das gegangen ist, dass wir den aufgemacht haben. Nur weil ich jetzt das gesagt habe, vielleicht. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt ein Schüler rein zufällig auf diesen Raum. Wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden. Indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst. Revelio. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Dick? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Dick, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Okay, das ist ein bisschen unaufgeräumt hier, Raum der Wünsche. Weiß ich nicht. Oder ist es der Raum der Wünsche? Ich denke schon, oder? Da liegt ja hier Schulkrempelzeug von den letzten Jahrhunderten rum. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Oh. Soll was anzünden? Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Okay, hier geht Schlag auf Schlag weiter, tatsächlich. Ich hoffe, ich verkacke jetzt das hier nicht. Hui. Was ist eigentlich mit dem einen Zauber, den ich jetzt nicht Wunderbar. Bis zum Schluss geschafft habe? Zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Mach mal. So, hier, das müsste Ivanesco sein. Nein, Depulso? Ach, den habe ich ja hier schon. Ivanesco. Vor allem, ich kann hier tatsächlich noch eine vierte Bar holen, sag ich. Eine Bar, genau. Eine vierte Taskleiste holen. Das heißt, ich kann aber tatsächlich nicht alle Zauber nutzen, die ich hier habe. Leider. Ausgezeichnet. Boah. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Das ist interessant. In Merlins Namen steckt dieser Elf.
Ich hatte jetzt gerade hier bei Merlins Bart im Kopf. Ist das? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Ey, ich warte hier schon seit Ewigkeiten auf dich. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Deke finden? Ja, Professor. Mach ich, danke. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen kannst. Ergebenst T. Keine Ahnung, zu wem diese Kürzel gehören. A und T. Rebellion. Oh, hier ist noch... Ach, nee. Aha, ich dachte, da wäre gerade ein bisschen Geld. Gut, dann halt nicht. Meine Güte, können Sie nicht leiser sein? Einige von uns wollen sich ausruhen. Wie lange willst du dich noch ausruhen? Krass, Alter. Ich ziehe das alles in, hier. Alles in Mondstein zu. Geil. Schon wieder diese komischen Teile hier, ne? Ach so, warte mal. Da ist eine Kiste. Alles klar. Trinken wir nochmal einen Tee. Zaubern das weg. Okidoki. Alter, du musst doch nicht gleich hinfallen. Was ist los mit dir? Aber ich kann hier unten... Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Na, ich gehe mal noch nicht durch. Ich würde nämlich tatsächlich ganz gerne hier unten mal... Warte mal. Ich kann hier nicht nach oben, aber ich kann hier nach unten rein. Ne? Das war so. Schieben wir die Kiste mal kurz auf die Seite. Und gehen wir mal hier unten rein. Wenn möglich. Achso, es geht gar nicht. Oh. Alles klar. Dann muss die Kiste wahrscheinlich doch irgendwo hier unten durch. Zack, 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 zack. Oder soll ich mit der Kiste? Naja, wenn ich hier davor stelle, wird nichts bringen, ne? So. Ach, ich kann die hier nicht durchschieben. Das ist ja blöd. Warte mal. Was müsste ich dann theoretisch mit der Kiste machen? Ich meine, hier brauchen kann ich sie wahrscheinlich tatsächlich nicht. Sagt sie mir nochmal was? Nee. Sie sagt leider nichts. Gut, wir werden uns hier so ein bisschen durchgucken müssen oder durchkämpfen müssen. Mal gucken. Ich... Ach so. Ach so, na klar. Kann ich? Ah ja, guck, ich kann die Kiste wenigstens noch so ein bisschen verschieben. Dann klettere ich drauf und ich springe einfach nach oben. So wird es wahrscheinlich funktionieren. Zack, 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 zack. So, ich denke, das müsste eigentlich schon mal reichen. Ja, so geht's. Ah, Vogelscheuchen, Hexerhut. Und hier kann ich natürlich nicht drüber springen, welcher ein Zufall. Aber dann rutscht man mal runter. Ich wähle mal kurz... Meint er mich? Nein, nicht. Hilfreich, du wertloser Haufen Blech. Rebellion. Da hinten sind wahnsinnig viele Kisten. Hier sind irgendwie so, keine Ahnung, japanisches Lichterfest. Sehr, sehr, wirklich sehr, sehr interessant hier alles. So, aber gut. Ich glaube, wir vertrödeln hier auch wieder zu viel Zeit, aber ich würde trotzdem mal die ganzen Auslöser haben. Ich bin etwas empört, dass der Raum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding.
Ich würde gerne alles so ein bisschen... Guck mal, wie cool. Revelio. Naja, okay. Das hier geht tatsächlich jetzt nicht, aber nun gut, dann laufen wir hier mal durch. Da vorne ist ein großer Sack. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Niemand. Hier ist noch eine Harfe. Okay, also die Harfe scheinbar, die spielt hier einfach nur so ein bisschen vor sich hin. Aber 8 Mondstein kriegen wir hier jetzt mal. Was war okay. das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen. Konfigur! Finden. Wer spricht denn mit mir? Ich bin gerade wieder ein bisschen leiser. Es tut mir gerade leid, Leute, falls ihr hier so ein bisschen mehr hören wollt. Aber ich finde das hier gerade wahnsinnig interessant, irgendwie. Hier hinten gibt es für mich tatsächlich gar nichts mehr zum Finden, wie es aussieht. Kann ich... Okay, hier durchbrennen kann ich mich scheinbar auch nirgends. Nö. Dann ist die Frage, warum muss ich diese Kiste jetzt hier wieder verschieben? Oder muss ich hier oben drüber klettern? Hier so? Vielleicht? Nein? Ach so, warte mal. Hätte ich die Kiste hier reinschieben müssen, vielleicht? Wäre das gegangen? Und ich hüpfe dann darüber? Mann, es nervt mich, wenn ich das nicht weiß. Oh, hallo. Die Kiste ist ganz schön schwerfällig auf alle Fälle. Taugt das was hier, die hier durchzuschieben? Oder bin ich jetzt gerade komplett falsch? Ich weiß ja nicht. Ja, warte mal. Ich zieh die nochmal kurz, ganz kurz raus. Ich kann mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass das hier so, dass das hier passt. Oh, hier ist eine Schachfigur von hier, ne? Ah, oh, wie hat das Spiel geheißen? Verdammt. Ich hab's vergessen. Zauberschach. So. Richtig fieses Spiel. Schau mal. Hallo. Hier. Frankie, du kannst hier durch. So dick bist du auch nicht. Aber ich habe hier noch eine Kiste. Revelio. Warte mal. Eine Kiste und hier dahinter ist auch nochmal eine Kiste. Eigentlich sind es 2 Kisten, ne? Es ist Kiste. Kann ich die Kiste so öffnen? Ist vielleicht nicht ganz geplant hier, ne? Na, aber so geht's scheinbar nicht. Mann, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Okay. Das war mir tatsächlich schon mal ziemlich klar, dass es hier nicht funktionieren kann. Und auch nicht funktionieren wird irgendwie. Aber ich weiß auch nicht, wo ich hier lang laufen sollte, weil irgendwie ist ja alles ziemlich wackelig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass wir hier drüber laufen müssen. Oder soll ich jetzt... Warte mal, geht das? Ach hier.
Achso, warte mal kurz. Moment. Hier, zieh Leine. Ja, also ich kann die Kiste hier nicht öffnen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie es hier aktuell gerade weitergeht. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. So was ultra krass Wichtiges wird wahrscheinlich jetzt nicht drin sein. Ich weiß nicht, ob wir hier zurückkommen. Oder zurückkommen können, weiß ich nicht. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Sonst ist es für euch langweilig, für mich ist es auch langweilig. Laufen wir mal weiter. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Hier ist auf alle Fälle Licht. Oh, Vorsicht! Hm? Oh, da sind sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Eine Dönerbude. Mit richtig viel Fleisch. Pepperoni und Soße. Sie haben sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Wir haben doch tatsächlich hier diese zwei Köpfe gefunden. Wird das nicht damit funktionieren? Du hast den Schreibtisch der Beschreibung freigeschalten. Benutze ihn, um die magischen Eigenschaften aller nicht identifizierbaren Ausrüstungsgegenstände zu enthüllen, die du gesammelt hast. Ja, komm, weiter. Identifizieren. Mal hier zweimal Menschennacken. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der wird äußerst hilfreich sein. Sprich mit Professor Whitley. Mach mal gleich. Ich würde einmal kurz gucken wollen. Weil der Raum hier ist jetzt aufgeräumt. Das heißt tatsächlich, ich kann an... Hallo? Flohflamme? Ach so, dann warte, ich kann hier wahrscheinlich nochmal rauslaufen. Ach, geht jetzt gerade nicht. Okay. Hier die Tante, da kann ich jetzt gerade auch nichts machen. Aber ist schön geworden, ne? Ich hoffe, dass der Rest hier draußen auch aufgeräumt ist.
Der war cool, ne? Kann ich hier ein paar Bücher fangen? Sieht jetzt eher nicht so aus. Na gut, sprechen wir mal mit ihr. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja, ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Alter, was kommt denn jetzt noch alles? Jetzt kommt gerade wahnsinnig viel auf einmal hier, ne? Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch. Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen.